Ich habe die Ehre, euch zu diesem Video begrüßen zu dürfen. Für mich ist es ein ganz besonderes Video, weil ich darf von diesem dreckigen Teil auf dieses neue Teil heute umsteigen. Die neue KTM 1290 Super Duke R. Sie ist, wie man sieht, auch ein wenig dreckig, aber meine ist, glaube ich, noch ein bisschen dreckiger. Aber es ist die neue und ich freue mich sehr, sie fahren zu können. Was steht denn da hinten? Okay, ich habe da gerade was gesehen. Moment mal. Da steht ja was ganz Witziges und ich glaube sogar der Schlüssel steckt. Gucken wir mal. Jawohl, der Schlüssel steckt. Die Chance, die nutze ich jetzt. Schnell, dass keiner guckt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ach du Scheiße! Wie geil ist das denn? Und Leute, wie findet ihr den Sound? Ich finde, das Ding pfeift einfach nur und ist witzig. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr witzig. So, ich glaube, ich stelle die mal schnell wieder zurück. Was meint ihr? Soll ich mal dafür sorgen, dass ich die testen kann? Ich denke, das könnte sehr, sehr witzig werden. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Aber heute geht es darum, und da setze ich mich gleich rauf, direkt zum Anfang eine der geilsten Erfindungen überhaupt. Keyless. Oh, so schön. Der Schlüssel ist da unten in der Bauchtasche und ich kann die Karre starten. Guck mal doch direkt mal, jetzt wo der Motor noch kalt ist, wie agil dieses Teil ist. Ich brauche hier weniger Kraft, um die Karre umzulegen. Selbst jetzt, wo ich, oh yeah, yeah, auf jeden Fall, wenn es, wo ich schneller fahre, da ist meine deutlich, deutlich strenger zu handeln. Die hier geht auf jeden Fall leichter in die Schräglage. Da oben, Drehzahl, Tankanzeige, Wassertemperatur. Wassertemperatur interessiert mich nicht, ich brauche Öltemperatur. Da ist die Öltemperatur bei Favoriten. 56 Grad. Ja, ich würde aber jetzt ganz gerne eigentlich hier die Öltemperatur sehen und nicht jedes Mal reingehen müssen. Obwohl, so geht das auch. Einmal klicken, kann ich die Öltemperatur sehen. Jetzt wird die Karre auch schon ein bisschen wärmer. Direkt mal gucken. Alle machen sich ja Sorgen. Euro 4. Wie ist der Sound? Also, Akrapovic-Anlage ist dran. Finde ich völlig in Ordnung. Sie ist verdammt handlich. Jetzt gerade beim Wenden, auf Anhieb vertrauen da, auf Anhieb langsam fahren und Wendevorgang hinlegen. Was mich bei meiner ja so stört, ist das niedrigtourige Fahren unter 3000. Da ist ja meine nur am Klappern und am Machen, am Tun. Jetzt gucken wir mal. Sind wir hier im dritten Gang bei etwa 2000 Touren? Ja, deutlich besser als bei meiner. Also, ich würde sagen, ich fahre das Ding jetzt erstmal warm. In der Zwischenzeit gibt es für euch einen schönen Bike-Porn der neuen KTM 1290 Super Duke R. Bam! Ich würde sagen, ich schwinge mich da vorne auf die Autobahn, fahre Richtung Deutschland, fahre in den Schwarzwald, dann melde ich mich zurück, dann ist die Karre warm, ich habe mich ein bisschen eingefahren und dann testen wir dieses geile Teil gemeinsam. Bis dann!
Hallo, so wie man sie unschwer erkennen kann, ich befinde mich im Schwarzwald. Und im Schwarzwald habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt, ich habe relativ wenig Zeit mit diesem Bike. Ich werde da keinen ausführlichen Test machen. Ich werde einen Kurztest machen und werde den Vergleich ziehen zwischen meiner und diesem, dem 2017er, dem neuen Modell. Ich werde euch also versuchen aufzuzeigen, was an diesem Motorrad anders ist, was besser ist, was schlechter ist als an dem alten Modell. Und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ob es sich lohnt, dieses neue Modell zu kaufen oder beim alten zu bleiben. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist dieser Gitterrohrrahmen. Der geht nämlich bis da oben, bis zum Heck weiter. Bei meiner ist irgendwo hier so eine Plastikabdeckung drüber und da sieht man das letzte Stück nicht mehr. Ich persönlich finde, falls meine Meinung gefragt ist, sehr, sehr geil. Sieht optisch sehr, sehr cool aus. Was zum alten Modell auch auffällt, sind diese Kotflügel. Die sind bei dem neuen Modell deutlich weiter nach vorne gezogen. Natürlich absolute Geschmackssache. Jeder hat einen anderen Geschmack. Entscheidet das für euch selbst. Die optisch auffälligste Änderung beim neuen Modell ist diese geile Lampenmaske. Mann, Mann, Mann. Die sieht doch wirklich geil aus. Und die ist auch mega gut verarbeitet. Guckt euch das mal von hinten an. Das ist alles klar. Es ist alles durchsichtig. Sehr, sehr cool gemacht. Das hier außen ist das Tagfahrlicht hier rundum. Das leuchtet schön weiß, schön gleichmäßig. Hier drin verbirgen sich LEDs. Das heißt, du hast, wenn du im Dunkeln fährst und das Licht an hast, richtig verdammt weißes, gutes, helles Licht. Eins der geilsten Sachen, die an ein Motorrad gehören, ist dieses hier. Zack. Und das Ding macht die Zündung an. Das muss an jedes Motorrad. Ich habe den Schlüssel hier in meiner Bauchtasche. Das Motorrad erkennt das. Ich drücke den Knopf und es macht die Zündung an. Nie wieder Schlüssel suchen, nie wieder Schlüssel, wenn man schon die Handschuhe angezogen hat, aus der Tasche kramen. Es funktioniert. Ein anderes sehr geniales Feature, wie ich finde, ist der Tempomat. Den regelt man über diesen kleinen Knopf hier. Du kannst ihn, wenn du dahin gleitest, einfach aktivieren. Das Motorrad hält die Geschwindigkeit und du kannst deine rechte Hand mal entspannen. Was mir in dem Zug auffällt, ist die Position dieses Schalters. Ich probiere euch das mal zu zeigen. Wieso ist der hier? Wieso ist der nicht hier vorne? Soll der dazu sein, um den irgendwie hier so umständlich mit dem Zeigefinger zu bedienen während der Fahrt? Oder soll man irgendwie so den Daumen hier hoch machen? Wenn der da wäre, zack, wäre das viel einfacher. Da hinten ist das total kompliziert. Und man muss den auch noch, um ihn zu aktivieren, erstmal hier rüberschieben. Das heißt, man muss wirklich seine Finger total vom Griff wegnehmen und hier rüber, dass man den drücken kann. Oder halt so. Ansonsten elektronisch sehr, sehr gut gelöst. Du hast das Display. Hier unten wird der Tempomat dann angezeigt. Wenn du ihn so aktivierst, springt er an. Wenn du ihn dann einmal nach hinten ziehst, speichert er die Geschwindigkeit, die aktuell gefahren wird, und dann kannst du die Geschwindigkeit regeln, mit nach vorne tippen oder nach hinten tippen. Und das Geile ist, er zeigt dir sogar im Display digital an, welche Tempomatgeschwindigkeit du ihm vorgegeben hast. Wenn der Tempomat läuft, ziehst du einfach die Kupplung und er geht aus. Du ziehst die Bremse oder trittst auf die Fußbremse und er ist aus. Oder du machst mit dem Gas diese Bewegung, dann ist er auch aus. Ansonsten noch ein cooles Feature, wenn du daneben stehst, zack, geht der Tankdeckel auch auf. Wenn der Schlüssel nicht in der Nähe ist, bleibt er zu. Also, soweit ich das beurteilen kann, ist diese Sitzbank sehr, sehr bequem. Ich habe ja bei meinem Modell die Komfortsitzbank von den KTM Powerparts. Die ist ein Ticken bequemer, habe ich den Eindruck. Diese ist aber echt verdammt bequem. Leider ist sie nicht ganz so griffig. Das heißt, man rutscht sehr, sehr leicht nach vorne, wenn man bremst. In dem Modell leider nicht freigeschaltet, der Schaltassistent. Und wenn der Schaltassistent nur ansatzweise so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist das ein Feature, was man unbedingt an seinem Motorrad haben sollte. Was ich persönlich echt super finde, ist, dass die Heckleuchte beibehalten haben. Für eine originale Heckleuchte ist dieses Ding absolut genial. Das Ding ist schwarz eingefärbt, man sieht gar nichts. Jetzt mache ich mal die Zündung an. Ist dieselbe Rückleuchte wie bei mir. Ich finde es super, dass sie die gelassen haben. Das ist doch so ein Moment, warum wir alle Motorradfahrer sind. Ich sitze hier bei strahlendem Sonnenschein mit einem super geilen Motorrad auf der Wiese, gucke in die Landschaft, da hinten sehe ich die Alpen. Geiler geht's nicht. Den Moment habe ich jetzt genug ausgekostet. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zusammen eine Runde und ich versorge euch unterwegs noch mit ein paar Fakten zu diesem Motorrad. Zündung an.
Er blinkt hier vor sich hin und will mir wahrscheinlich dadurch zeigen, der Schlüssel liegt da vorne. Ich starte nicht. Ha. Wo habe ich den denn hingelegt? Da ist er. Schlüssel ist bei Mama, legen wir hier hin. Zündung an. Und siehe da, ready to race. Auf geht's, wir können losfahren. Da vorne ist meine Hausstrecke, also kann ich wirklich genau testen, wie gut sich dieses Motorrad auf der Straße bewegen lässt. Ich bin jetzt hier in den Schwarzwald gefahren, ich bin hier auch schon einmal die Hausstrecke hochgefahren. Das Teil ist definitiv agiler. Ich kann es nur eigentlich so beschreiben, das geht wirklich spielend. Das geht spielend von einer Seite in der Schräglage in die andere Seite. Man sieht es hier ja. Zack, Rechtskurve, zack, Linkskurve und ich muss kaum etwas machen. Das Motorrad ist brutal agil. Wie man hier immer so sieht, dieses Display erkennt, wenn man irgendwie durch einen Tunnel fährt oder wenn man halt wie hier durch einen Schatten fährt, dann springt das von weiß auf schwarz und macht so eine Art Nachtmodus, so eine Art Nachtfarben, dass man nicht davon geblendet wird, wenn das weiß ist. Die Bremse. Oh, leck mich am Arsch. Die Bremsen beißen, sie beißen tierisch zu. Und das Motorrad bleibt viel ruhiger dabei. Bei meiner ist es so, wenn ich die Bremse ziemlich hart ziehe, habe ich so ein kratziges Gefühl. Das ist hier nicht. Die Bremse ist schön gleichmäßig, sie hackt richtig gut rein, sehr gut dosierbar. Kommen wir zum Herzstück dieser Maschine, dem Motor. Seht selbst, wir fahren 37. Man hat die Traktionskontrolle eifrig blinken sehen. Sie hat mir die Leistung weggeschluckt, dass das Vorderrad nicht in die Höhe schnellt. Leistung ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich sage mal, im Vergleich zu meine völlig subjektive Meinung. Untenrum habe ich den Eindruck, dass meine besser voranschiebt, aber obenrum mich am Arsch. Obenrum ist dieser Motor hier eine absolute Killermaschine. Puh, unglaublich. Wenn man das wirklich fühlen kann, fühlt sich dieser Motor nach mehr Leistung an. Oft hat man ja in der Kurve, wenn man das Gas ein bisschen aufdrehen möchte, das Problem, dass es sich nicht so richtig gut dosieren lässt. Das ist hier absolut genial gelöst. Hier Schräglage, zweite Gang, schieben, schieben, schieben. Genial, lässt sich mega gut dosieren. So, dahin gleiten mit Tempomat. Tempomat läuft, da steht es, 51 km/h ist er eingestellt. Man kann die Hand wegnehmen und man kann ihn laufen lassen. Man kann die Hand entspannen, man kann Übungen machen, falls sie eingeschlafen ist. Geil. Sitzposition. Ich habe das Empfinden, dass ich fast genauso drauf sitze wie auf meiner. Lediglich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Kniewinkel ein wenig spitzer ist. Instrumente finde ich gut ablesbar. Drehzahlmesser, ich persönlich mag keine digitalen Drehzahlmesser, ich finde die analogen besser. Aber es ist, ich sag mal, okay gelöst, man erkennt alles. Also wer auf Kurvenräubern steht, Leute, fahrt dieses Ding mal Probe, ihr werdet euch wundern, wie dieses Ding durch die Kurven fährt. Ich bin zutiefst überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass das Ding so agil ist und so geil durch die Kurven geht. Verbrauch, ich habe heute, wie ich losgefahren bin, genullt. Jetzt steht hier 6,4 Liter. Gefühlt würde ich sagen, wäre es bei meiner jetzt ein bisschen höher. Ihr fragt euch sicherlich, wo hat der Typ jetzt dieses geile Motorrad hergehabt? Das habe ich von hier. Das ist hier die KTM Basel AG in Arisdorf. Ja, und der Chef, der Jeroen, der war so freundlich und hat mir die mal einen halben Tag zur Verfügung gestellt. Wenn ihr hier in der Nähe wohnt und sucht einen guten KTM-Händler, dieser hier hat einen richtig guten Ruf und ich muss sagen, der Jeroen ist ein super Typ, der ist super nett. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung mal den Link rein. Wer Lust hat, klickt da mal rauf und guckt mal an, was er hier so alles hat. Was mich wirklich überrascht hat, ist, die neue Super Duke Baujahr 2017 ist in allen Punkten, das heißt beim Fahrwerk, beim Motor, bei der Agilität, bei den Bremsen, ein wenig besser geworden.
Was ich vergessen habe im Video zu erwähnen, dass man sich im Menü sogar die Reifendrücke anzeigen lassen kann. Finde ich, gibt in puncto Sicherheit auf jeden Fall ein deutliches Plus. Würde ich mir, wenn ich das Geld hätte, die neue Super Duke 2.0 kaufen? Meine Antwort ganz klar ja. Der einzige Punkt, der mir persönlich nicht besser gefällt, im Gegensatz zu der alten, ist die Optik. Mir gefällt das nicht, dass die Kotflügel so weit nach vorne gezogen sind. Ansonsten Lampenmaske, Gitterrahmen gefällt mir besser. Wenn ich denn die neue Super Duke kaufen würde, dürfte bei mir das Trackpad nicht fehlen. In dem Trackpad ist der Quickshifter mit drin und das Trackpad bietet die Möglichkeit, die Traktionskontrolle in 10 Stufen einzustellen. Und für die ganz, ganz Harten unter uns gibt es die Mutprobe. Das ist eine Launch Control, die wirklich ganz, ganz heftig sein soll. Das war's wieder mal mit dem Sonntagsvideo. Ich wünsche euch wie immer eine ganz, ganz schöne Arbeitswoche. Es ist ja nur eine kurze. Donnerstag ist ja zum Glück Herrentag. Leute, sauft nicht so viel. Denkt dran, am Wochenende wollt ihr sicher noch Motorrad fahren. Wenn du meinen YouTube-Kanal hier kostenlos abonnieren willst, klickst du hier unten in der Ecke. Und wenn du Bock hast, noch ein weiteres Video von mir zu gucken, klickst du da unten in der Ecke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.